Willst du die Sache alleine machen oder willst du mit mir machen? Kannst du gerne alleine machen, hier. Kino 5TO. Sind heute verknackt worden. Mach es wie Mega-Upload, mach es wie Rapid-Share. 3,5 Jahre. Kannst du machen. Weißt du warum? Weil sie beim Proxy gegangen sind. Bei mir kostet die Sache nichts, weil ich die Sache als Forschungsprojekt über die Uni laufen lasse. Und niemand weiß, wo wir sitzen. Niemand. Absolute Anonymität. Thomas! Thomas! Ey! Thomas! Hey! Ich bin noch keine 5 Minuten draußen und schon fängt die Scheiße wieder an. Ich dachte, du bist zurück zu deinem Professor. War ich auch. Ist nicht lange gut gegangen. Und dann war ich ein Jahr auf Ibiza. Ja, klar, und jetzt bin ich wieder dran, ne? Klar. Klar. Das hast du dir so gedacht, ne? Ist vorbei. Verstehst du, diese kleinkriminelle Filmvorführer-Scheiße ist vorbei. Ich hab zu neue Rollen. Bitch. Okay, Timmy, ein Kaffee, aber dann gehe ich zurück, so irgendwie. Wo willst du denn hin? Kaffee trinken. Nee. Timmy. Tini, stopp. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin doch nicht so überrascht. Ey, ich habe keinen Bock auf Ficken, verstehst du? Die Nummer ist nicht meins. Ich bin asexuell, ich habe keinen Bock darauf. Ich brauche meine Energie für die Musik und die Kunst. Ich kann jetzt nicht so eine Nummer abziehen, verstehst du? Ich habe einen Auftrag. Keine Energie, keine Zeit, keinen Bock. Okay, alles cool. Haben wir geklärt. Also. Kann ich bei dir einziehen? Feuer. Was hast du denn? Ich habe einfach nur Angst, dass ich mit dir jetzt reden muss. Muss denn nicht? Kannst du nicht mal deine Provinz-Honkjacke ausziehen? Ey Mann, weißt du, was mir total auf den Sack geht? Sieht so scheiße aus. Ich möchte mal sagen, was mir total auf den Sack geht, dass ich die ganze Zeit von Nullcheckern umgeben sind, die gar keine Ahnung haben. Das ist Urban Styles. Urban Styles, ja. Ja, das ist Urban Styles. Dann sieht man schon wieder, dass du keine Ahnung hast. Ich bin froh, dass du bei mir ein Video mitmachen kannst. Ja. Ohne mich kannst du gar kein Video machen. Außerdem, was ziehst du die ganze Zeit die Nase? Seit wann hast du denn so komische Verrenkungen, ey? Ich hab Heuschnupfen, Mann. Hat's vor 2 Jahren noch nicht. Ja, das nervt. Ey, stopp, was machst du denn da? Ey, sag mal, ey, das ist, ey, du checkst immer. Nee. Kein Bock, nee. Nee, nee, anziehen. Seit 1,5 Jahren, ja, baue ich mir hier irgendeine Scheiße auf, ey. Damit du im Bikini da irgendwie aufläufst oder was? Tickst du noch? Was sollen meine Fans denken? Total bescheuert, die Alte. Wirklich, total bescheuert, ey. Zieh einfach die Sache an und mach einmal, was ich dir sage. Du machst alles kaputt, ey. Ich hab gesagt, zieh dich an, Mann! Tini, du appellierst einfach an irgendwelche Gefühle, die ich dir gegenüber nicht habe. Du meinst, du ziehst da irgendwie mal so kurz dein Höschen aus und dann bist du schon Kunstwerk. Du bist total verklemmt. Nein, das hat nichts mit verklemmt zu tun. Du bist genau die Antithese von dem, was ich letztendlich ästhetisch irgendwie vermitteln möchte. Verstehst du? Guck dich doch mal an, ey. Du siehst aus wie von der Stange. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja, sorry. Brauchst auch jetzt nicht so zu gucken. Ist einfach so. Soll ich dir sagen, die Hühner auf der Stange haben nichts zu sagen, Tag und Nacht in Räumen wie diesen, Tropf Wasser von Decken, das kollektive Nicken, leere Hülsen zwischen den Zähnen, was soll ich bloß beim Karaoke singen? Hast du mal gesehen, wie das da rausgeschossen kommt? So irgendwie, dass jedes Wort ist da eine Waffe, verstehst du? Jedes Wort. Du glaubst doch selber nicht, was du Aber du sagst, bist leider oder? Keine Waffe, du bist einfach Stange. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Jungs sind hier voll im Arsch. Vielleicht hast du ihm einfach zu viel Zeit zum Nachdenken. Mein Trick ist Sofortattacke. Die Jungs machen dann aus Rennen Nervosität manchmal einfach das Richtige. Habe ich auch versucht. Der ist so, muss nur ein bisschen nackte Haut sehen und sobald man ihn anfasst, dreht er vollkommen durch. Basti.
Noch eine Flasche, bitte. Also, wir machen jetzt mal was, was bis jetzt noch keiner gemacht hat. Wir holen uns die Telefonnummer von dem Mann, den keiner kennt, den noch nie jemand gesehen hat, von dem auch niemand weiß, wo er wohnt. Und verhandeln mit ihnen direkt über die Werbeeinnahmen für Pornos und Online-Casinos auf unserem Portal. Und vergessen die 40% Vermittlung für irgendwelche Senioras. Was machen wir? Indem ich ihr das genau ins Gesicht sage, dass wir sie nicht mehr brauchen. Darauf wird sie lostoben, zurück zu ihrem Autorennen, ihren Chef anrufen. Und mit dieser kleinen Box hier haben wir dann seine Handynummer direkt per SMS auf meinem Handy. Portar o bolso mais de jeito nenhum. Só eu conheço o chefe. Força, senhora. Du não vai sair assim tão fácil, tá sabendo essa história aqui? Tu acha que só porque eu sou mulher tu vai me botar no bolso? De jeito nenhum! Sim, tu não vai me dizer o que eu vou fazer, eu não vou fazer! Aqui pra ti! Tchau! Aqui, ó, pra ti! Mente! Nada de jeito nenhum! Pussy! Ich zeig dir! Du warst 5 Verführer am Ostkreuz. Du warst 2 Jahre im Knast. Du wirst ja doch nicht verlernt haben, wie man zwischen einem Server und einem Digitalprojektor einen kleinen schwarzen Kasten aus dem Technikmarkt installiert, oder? 100.000 Euro plus sind für dich dran. Mach die Tür zu. Und jetzt? Vergiss deinen polnischen Spanier. Das machen wir jetzt alles selbst, Baby. Sag nochmal, Baby. Es gibt kein Baby. Es gibt nur die Bahamas oder den Knast. Das schreit nach Bestrafung. Was hast du vor? Wonach sieht das denn aus? Ich weiß nicht. Ich nenne das mal Spielen ohne Ball. Ciociu, wypierdalaj, kurwa mać, co robisz? Beruhig dich mal, beruhig dich mal, beruhig dich mal. Ey, das hier ist nicht Occupy Wall Street, das ist Ostkreuz Berlin, Alter. Mach dich mal locker und tune dein Testosteron runter. Tune dich mal runter, Alter. Leila, mach ein paar Fotos. Leila, Fotos. Tune dich mal runter, Alter, ey. Was ist los? Was ist los? Ey Mann, ich hab mich nur mal kurz an ein schwarzes Mercedes hingelehnt, weil ich den Wagen mag. Ich mag die Serie, Alter. Och, was echt? Ist denn los? Och, voll echt? Bisschen... Och, echt? Alter, ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Kreuzberg kann man das ja nicht mehr. Stinkt an allen Ecken. Sei mal ruhig, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Riechst du das? Wie das hier stinkt? Was ist das denn? Was stinkt hier denn so? Was stinkt hier denn so? Riechst du das? Riechst du das? Was stinkt hier denn so? Verdammte Scheiße nochmal. Was stinkt hier denn so? Timo. Der Karl-Heinz Rummenigge, der deutschen Filmvorführer im schwarzen Mercedes. Geh mal, komm, schieb mal ab.
Und wen haben wir da? Den Glado. Einen weißen Anzug, hast ein neues Trio, ne? Da hast du ja mal eine super WG in deinem Mercedes. Was Kurva los? Meine erste WG. Und dann noch so eine geile WG. Und wir sind alle Künstler und scheißen auf das ganze Geld, oder? Komm, mach dich mal locker, Mann. Das ist ganz schön spießig, ein Eierkocher, ne? Hast du ein Problem mit dem Eierkocher? Nee, ich find's halt spießig. Ey, pass mal auf, wenn du kein Spießer bist, hast du keine Prinzipien. Mhm. Ich finde Spießer sein gar nicht schlimm. Kannst du irgendwo einen Spießer sehen? Ja. Ich habe kein Problem damit. Okay. Ich finde übrigens Menschen mit Prinzipien ziemlich wichtig. Denk mal über Prinzipien nach, wenn du Künstler werden willst. Was sind denn Künstler ohne Prinzipien? Fähnchen im Wind. Здесь мы остались. Не шлезь уже товар. Ну не кали ту. Жеще, грязно-белый препарат. Где есть Мерседес? Курва мать, до... Ну, кабло можете! Где кабло то есть? Жеще, не республика в препарате! Что ты мне, глупый есть, что мне, курва, за глупка, блядь? А нет! Курва, что ты? Нет! Kannst du ihm sagen, er hat bestimmt viel drauf. Ja, ja. Aber was ich nicht verstehe, ist die Nummer, die er da gerade abzieht. Der glaubt doch nicht ernsthaft, dass er mit so einer Niete wie mir und den ganzen anderen Flaschen hier irgendeine große Nummer abzieht. Da. Ich meine, ey, Alter, jetzt hör mal zu, ich drück dreimal auf den Klinkenkabel und dann ist die Kompetenz von mir überschritten. Verstehst du? Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt wirklich in der Gegend rumrenne und Mord mache. Was hast du überhaupt für Freaks am Start? Die Tine glaubt schon, sie ist ein laufendes Kunstwerk, wenn sie ihre Hose auszieht. Was ist denn hier überhaupt los irgendwie? Kann das irgendein Mensch verstehen? Ich wollte auf die Bahamas. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Nummer. Ich steig jetzt aus dieser Nummer. Was wird mir hier überhaupt abgedreht? So viel Drogen kann ich gar nicht schlucken, dass ich das überhaupt verarbeiten kann, was ich hier die ganze Zeit sehe. Was ist das hier los? Was ist denn das für eine Nummer? Jetzt zieh doch mal deine Brille ab. Bei dem ganzen Spiegel in deiner Brille siehst du gar nicht mehr, was los ist, Leute. Du kannst doch nicht mit so einem Haufen von Flaschen in der Gegend rumziehen und glauben, die bringen hier irgendwann um. Mann, Alter, ich bin doch nicht Grandmaster Softer. Ich bin der Tommy aus Lammersdorf, verdammte Scheiße. Und ich wohne ein paar Jahre hier in Berlin und mach seit ein paar Jahren auf dicke Tasche und hab mir irgend so ein Pseudonym zugelegt und nenn mich Grandmaster. Und jetzt denken alle noch, ich bin der Grandmaster. Sag mal, seid ihr alle total durchgeknallt oder was hier? Du bist doch ein guter Typ hier. Mach was aus deinem Leben, ey. Du hast die falschen Freunde. Hier, das schenke ich dir, Alter. Werd glücklich. Mann, ey. Ich bin jetzt raus aus dem Film. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Guck mal, das Kleid habe ich gestern auf dem Markt gekauft. Die Frau hat gesagt, ich muss das einfach kaufen. Das steht mir so gut. Damit hat sie ihren Mann kennengelernt. Das bringt mir Glück, sagt sie. Kannst du nicht einmal sagen, ich sehe gut aus? Komm schon, sei doch nicht immer so griesgrämig. Wir machen uns einen schönen Tag. Kein Bock auf dieses blöde Kleid. Ich hab keinen Bock mehr auf deine blöden Nummern. Hau ab, Mann! Hau einfach ab! Hau ab! Wir fahren. Komm. Ey! Ey! Helle! Du kommst ja sofort zurück! Halt das Boot an! Ich hasse dich! Ich hab gesagt, halt das... Ey! Ey! Fuck, Mann! Komm, du kommst sofort, Captain! Okay, jetzt können wir reden. Ich hab alle raus. Oder soll ich gleich zu dir kommen? Thank you.
wieder allein? Klar bin ich allein. Bin glücklich allein. Im Morgenland. Der Haupt. Großartig. Du bist ein Held. Sag mal, brauchst du nicht mal ein paar neue Socken? Wieso? Ist ein bisschen dünner. Ach so, aber passend zum Schuhwerk. Kam nicht gut an. Ich mach den öfter, manchmal funktioniert er. Dankeschön, ich bin total glücklich. Ganz kurz. Ich bring dich auf die Bühne. Ich daneben, du so wie du jetzt bist, mit einer Schreckschuss in der Hand und ich so mit dem Killer in der Hose, weißt du? Und dann werden die Ladies schon total ausrasten und alles irgendwie, bevor sie auf die Bühne springen und uns zerreißen, gibst du so einen Schreckschussknall ab, so, weißt du? Peng, Vulkanausbruch, irgendwie Synapsen knallen durch, die Ladies, die werden uns nie vergessen, weißt du? Wir sind uns einig, ne? Ja, ich mach dich zum Star, okay? Los. Yeah! Oh no, you got bad. You don't bad like. Ich dachte, der Pirat will strippen. Dachte ich auch. Hab ich vergessen, aber hier geht's ja auch gar nicht um mich, hier geht's um ihn. Also wie er James Brown und Michael Jackson kopiert, er ist der Star der Show, er ist... Ich bin doch nur Background-Dancer. Tja, Schnucki. Aus dir könnte man wirklich was machen, wenn du nicht vergisst, die Klamotten dir vom Leib zu reißen. Wir könnten dich einbauen, so als Teaser in unsere Show, dass du so ein bisschen vor uns tanzt. Ziehst dich aus, also ich krieg das schon hin mit dir, aber komm her. Mit ihm, das geht gar nicht. Ich meine, wir können ihn vielleicht einbauen, so als Praktikant. Er kann die Klamotten wegräumen und die BHs und so ein bisschen hinten auf der Bühne aufräumen, aber mehr geht da nicht. Aber du bist ganz süß. Machen wir nicht. Das ist ein Star. Solange das mein Mann ist, macht er hier für niemanden den Pausenclown. Aber wenn du ihn noch nicht verstanden hast, dann kommt das später, weißt du?